So Leute, willkommen zurück. Ich war heute shoppen bei der Tschechen und da habe ich ein bisschen Parfüm gerochen. Und zwar ist da dieses Eros Flame und dieses normale Eros von Versace gerochen. Das war so okay. Dann habe ich mal Fahrenheit probiert. Ja, das muss man nicht haben, Fahrenheit. Und dann habe ich Dior Sauvage gerochen. Und da ist mir aufgefallen, das ist recht teuer. Ich habe mir gedacht, nee, du bist ein schlauer Fuchs, ne? Kostet was Billiges. Und ich fand die Idee so geil von der Flasche, dass ich das mal geholt habe. Und wir machen jetzt zusammen quasi das Unboxing. Zwar habe ich mir eine Maschine geholt. Und zwar das Eau de Toilette in 30 ml. Für 33 Euro. Ja? Und packen wir jetzt zusammen mal aus. So, hier haben wir das jetzt. Von der Verpackung her ist es eigentlich ganz nice. Es ist halt so ein bisschen, so wie Leder sieht das Ganze ein bisschen aus. Machen es jetzt mal auf. So, jetzt brauchen wir jetzt nicht extra ein Unboxing-Messer. Das geht auch so. Die Flasche ist ein bisschen cool. Deswegen habe ich es eigentlich gekauft. Ich habe es auch probiert. Ich habe auch das alte Toilette probiert und da wusste ich dann zum Schluss nicht mehr, weil ich schon so viele durchprobiert habe, welches jetzt nun besser ist. Das wusste ich dann einfach nicht mehr. Da habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du das normale, weil du fandest die Idee cooler und da habe ich mir gedacht, nehme ich halt das normale einfach. So, jetzt ist das hier nochmal wie verklebt. So ein kleines rundes Ding hier. Ich gehe dann auf jeden Fall die Verpackung kaputt. Aber ist jetzt nicht so wild, ein bisschen eingerissen. Das ist wen. So, ach ja, mal noch eins. Da nehme ich jetzt allerdings die Schere auf der anderen Seite. So, und jetzt kommt hier die ultra geile Flasche raus. Jetzt kommt schon das Warranty raus. Ja, es sieht ein bisschen aus wie so ein bisschen wie Sidolin oder so Swiffer-Zeug. Ich habe da mal was vorbereitet. Und das ist ein Parfüm. Es ist ein Parfüm. Und das steht hier so drin. Und das gibt es auch nochmal in der Eude Perform-Version in Gold. Ganz in Gold, die Flasche. Und ich finde es nice. Gibt es noch eine größere Version, die 50 ml. Und hier so sprühen geht nicht. Das müsst ihr quasi oben aufmachen. So. Und dann könnt ihr da. Erstmal ein bisschen. Genau. Es riecht eigentlich nur wie komplett frisch gewaschen. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall so ein bisschen fruchtig. Fruchtig frisch gewaschen. Ein schöner Weißspieler ist das. Und ich fand es von der Idee her so cool. Also selbst wenn es scheiße gerochen hätte, hätte ich nur die Flasche gekauft für das Unboxing. Genau. Und Haltbarkeit, keine Ahnung, Leute. Das sind 30 Euro Parfüm, selbst wenn es eine Stunde oder zwei hält, ist es doch gut. Das darf man nicht vergessen. Ansonsten, ja. Ich hoffe, das Unboxing war ganz cool. Und demnächst mache ich mal ein paar Schwarz-Weiß-Bilder. Mit Film, natürlich. Ich habe nämlich was geordert hier. So ein Schwarz-Weiß-Film, den habe ich in meiner Kamera drin. Das war genau hier drin. Und ah, 7 von 36 habe ich schon voll. Und da werden dann mal ein paar neue Bilder mal auf der Seite kommen. Eventuell Instagram, aber ich denke eher nicht. Instagram ist mir zu doof. Ich mach's auf Flickr und tu dann den Link drunter. Von daher. Ja. Das ist so geplant. Also dann, schönes Wochenende und es gibt bald gleich noch ein Unboxing und zwar vom zweitbilligsten Apple-Produkt, was es gibt. Lasst euch überraschen.